Nein, warum nicht? So, gucken wir mal. Er ist im Markart. Willst du mich verarschen, oder ist er echt hier? Tatsache. Soll das unsere Tochter von uns lernen? Geile Sache, der Kerl, ey. Warum streitet ihr mit Die Cousine des Kaisers wurde ermordet. In Einsamkeit. Auf ihrer eigenen Hochzeit. Ja, ich weiß nicht, wer es war, ne? Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ja, wo ist denn der jetzt? Machen wir Karte, machen wir mal. Irgendwo da hinten. Gucken wir mal, ob wir ihn finden. Da oben hoch. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung. Kluger Ansatz. So, ich will den Kerl jetzt finden hier. Ich will ihn finden und töten. Anscheinend hier auf dieser Ebene. Es sind ja, glaube ich, mehrere Ebenen, die er da anzeigt. Wo ist er denn jetzt? Ist er nicht mehr Markart? Wo... Das Game ist unlogisch. Ah, ich muss seine Reisepläne suchen. Ist er jetzt woanders oder was? Ich verstehe das gerade nicht, das Game. Er war doch gerade eben noch hier. Bei den Göttern. Was für eine Magie. Warten wir noch mal ein paar Stündchen, gucken wir, ob er jetzt hier noch ist oder nicht. Vielleicht eine Stunde. Gucken. Ja, wo ist der denn jetzt? Ist der jetzt weg oder was? Deswegen ist die Höhle wegen dem Wort der Macht. Gehen wir erstmal nach Drachenbrügge und stellen erstmal seine Pläne. Dann können wir vielleicht schneller herausfinden, wo der hin muss. Ich wundere, ich muss ab und zu mal was trinken. Und vor allem, ich weiß auch nicht, Milch kommt bei sowas ziemlich gut. Es ist echt gut. Es hilft echt ein bisschen mit der Stimme. Außenposten. Ja, okay, mal eben ganz kurz was checken. Wir sind kurz vor Level Up. Das habe ich auch erwartet, dass wir auch bald mal wieder ein Level Up kriegen. Das wäre mal ziemlich gut. So, wer ist denn das hier? Ist er das schon? Ist er das noch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr im falschen Gebäude seid. Ah, er will euch rausgehen. Okay, tschö. Kommen wir nochmal rein. Jetzt mal rein. Ich will nur den Plan klauen, Kollege. Genau, leg dich schlafen. Das ist gut. Reiseplan. Mordalas Einsamkeit. Kaiserturm. Da steht sogar, wo er hin muss. Todesabend, Weißlauf. Flagte Mähne, Essen und Schlafen. Todesabend, das ist ein komischer Name. Mondas, Mondas. Mondasabend, Einsamkeit, Schloss. Elend, Essen und... Schloss Elend, Essen und Schlafen. Tirdas, Windhelm, Palast der Könige. Windhelm Kaserne, da werde ich nicht hingehen. Ich werde wahrscheinlich wohl bis Donnerstags warten. Da werde ich mich in einem Weißlauf abends in der beflagten Meere. Ja, da werde ich mich wahrscheinlich wohl aufhalten, werden dann umbringen. Das ist ein bisschen einfacher. Es ist toll, dass man weiß, wo sein Ziel ist. Dann muss man nicht ewig herumlatschen. Lordas, was ist Lordas? Ist Lordas? Warte mal. Wo war jetzt mal der Plan? Bücher. So. Belastender Brief, kann man mal eben reingucken. Oh, nett. Ich hab so ein bisschen verflogen, aber nett. So, Reiseplan. Lordas, wo ist Lordas? Lordas ist... Wahrscheinlich wird er mehrfach da durchkommen. Lordas und Surndas zur freien Verfügung. Wiederholung dieser Abläufe, bis ich euch persönlich zurückbeordere. Ah, okay. Wir können theoretisch auch nach Einsamkeit... Na gut, nach Einsamkeit, das ist ein bisschen... Windhelm...
Kaserne, nee. Ich weiß, wie wir es machen. Ganz einfach. Auf nach Weiß laufen, erstmal 10 Jahre drüber schlafen, das sollte reichen. Jetzt haben wir Sonntags, also müssen noch ein paar Tage warten. Kein Wunder, dass er jetzt irgendwo ist, weil er hat ja freie Verfügung, deswegen. Und ich will den Kerl ja nicht auf der Straße umbringen, ich möchte ihn direkt in der Stadt irgendwo umbringen. Am besten irgendwie, wenn er pennt oder so, das ist das Passendste. Aber wenn er pennt, dann kann da nicht viel passieren. Mondas. Mondas. Das war Todas, bis wir warten mussten. Das sind anscheinend die Wochentage in Skyrimisch. Na gut, in Tamriel halt. Ach ja, das Wartespiel, das kennen wir alle. Das dauert immer ziemlich lang, ey. Oh, warten. Ich muss mal was gucken. Bücher. Waren hier was von Riften? Riften, Nebelschleierfestung. Na gut, Festung, nein. Da warten wir bis Todas und dann bis er da denkt. Winter möchte ich auch nicht unbedingt Kaserne, das ist ein bisschen zu gewagt, würde ich mal sagen. Beziehungsweise müssen wir eben gucken, wo dieses Gasthaus ist. Oh, du armer Kleiner. Schubst dich da noch ein bisschen rum, ne? Ärgermann, das ist es nicht. Ich will nämlich eben ein ganzes Haus suchen, wo er dann wirklich übernachten wird. Ist das vielleicht hier? Beflaggte Meere, das war's, glaube ich, oder? Bücher. Todas, Abend, Weißlauf, die beflaggte Meere, Essen und Schlafen. Okay, wollen wir mal gucken. Wollen wir mal rein, dann wollen wir mal gucken, was wir hier finden, Schönes. Kommt herein. Wir haben was ist jetzt mit uns gerade gewesen? Was? Hä? Okay, unlogisch. Gucken wir uns mal ganz kurz hier die Gegebenheiten an. Was ist das? Also es hat... Hä? Okay, Skyrim ist gerade ein bisschen buggy. Das liegt aber auch an dem Patch, haben viele gesagt, dass der Patch hätte vieles verkackt. Hier haben wir zum Beispiel ein Bett. So, mal direkt mal ein bisschen umgucken, dass wir uns mal so ein bisschen in die Szenerie reinfinden können. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen hier. Das ist ja mal richtig Hardcore-Fail, ey. Aber liegt es daran, ich war ja noch nie drin. Eigentlich war ja wirklich noch nie drin. Nicht mal mit einem anderen Safe oder so. Also, genug Betten haben sie auf jeden Fall hier. Da können wir uns definitiv mal hier ein bisschen... Können wir auch warten? Ja, wir können theoretisch warten. Wir können auf unser Opfer warten. Das machen wir mal. So, wenn am besten es aber morgens ist. Jetzt haben wir Tirdas. Jetzt müssen wir noch, glaube ich, 2 Tage warten. Ach ja, ist gar nicht so interessant, ich weiß, aber ich suche mir am besten irgendwie das einfachste Ziel aus. Und ich finde das einfachste Ziel, die Schwachstelle bei Emis Held hier, White Run, also Weißlauf. Wenn wir schon die Schwachstelle ausnutzen, dann machen wir es aber auch richtig. Jetzt haben wir Mittags. Mittags. Es ist Mittags. Wenn es in einem D geschrieben wäre, wäre es ja nicht Midas. Egal. So richtig Panne, Mittags. So, jetzt wird's Nacht langsam und dann können wir gleich mal gucken, ob wir ihn finden. Jetzt ist Nacht, gleich ist Tag und dann wird definitiv gesucht nach ihm. Wobei in Drachenfeste, ich glaube, in Drachenfeste möchte ich ihn nicht treffen. Jetzt wird gespeichert nochmal. Gucken wir mal Map. Ist er irgendwo... Ja, er ist schon Weißlauf. Vielleicht können wir ihn ja abfangen auf der Straße und den dann schnell umbringen. Ja, bitte.
Okay, habe ich gerade eine Quest gekriegt. Ein Wetttrinken. Ich glaube nicht. Also der Kerl. Gucken wir mal, ob wir den kriegen irgendwie. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Müssen wir da auf eine Straße umbringen oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube nicht. Warten wir nochmal wirklich ein paar Stündchen, dann wird's Nacht und dann können wir ihnen ja mal hier des Nachts einen lieben Besuch abstatten, ne? Hier so knick knack, ne? So, jetzt wird's Nacht. Ich warte wirklich bis Mitternacht, das ist das Einfachste. Dann kann ich da mich direkt reinschleichen und dann... So, guck mal, Map. Wo ist er? Eigentlich müsste er doch dahin drin sein. Aber er ist woanders. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Natürlich. Damit ich zum Kaufmannshandwerker lande. Hä? Wenn er jetzt direkt hier runterkommt, dann könnte ich ihn einfach ihm easy schnell umbringen. Ihr außer... strapaziert meine Geduld, Bürger. Trete zurück. Er geht jetzt schlafen. Ja, ich bin doch schon weg. Wenn die Wache hier nicht wäre, dann könnte ich ihn so easy umbringen. Weil es ja niemand gesehen hat, kriege ich dafür kein Kopfgeld. So, niemand hat Großes gesehen. Hat er irgendwas? Wir brauchen die Rüstung nicht, dieses Schwachsinn. Warum sollen wir Rüstung von ihm mitnehmen? Das ist unnötig. Wir müssen ihm den Brief, belassenen Brief, unterschieben. So, die Wache haben wir hier auch erledigt. Ich will ihn reinschieben hier. Geht nicht. Sie bringen es ja kaum fertig, unsere Anwesenheit auf Erden. Irgendjemand will mich angreifen. Oh, verdammte Scheiße. Können wir weglaufen, können wir weg porten, wegreisen. Nein, können wir nicht. Weil Feinde in der Nähe sind. Lass! Können wir jetzt hier mit denen irgendwie. Oh, verdammte Scheiße! Oh, verdammte Scheiße. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. Wollte ich eh dahin. Nein, gefällt mir nicht. Leck mich doch, ey, Kollege. Wir verscherzen uns gerade mit allen, ey. Wir müssen wirklich jetzt langsam mal Diebesgilde hier anschließen. Also, das geht gar nicht. Kriegt mich nicht. So, kommen wir jetzt nach unten. Ja, definitiv. Wir sind weg. Wir haben es gerade noch so geschafft, aber das war nicht so schön. Ich will mir keinen Kopfgeld bei allen holen. Müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das Kopfgeld wieder runterkriegen. Gucken, wie hoch das Kopfgeld ist. Wo ist denn, steht denn hier das Kopfgeld? Gefängnisausbrüche, Mord 16. Unerlaubtes Eindringen. Steht nicht, woher wir das Kopfgeld haben. Wenn wir da rüberfahren, vielleicht sehen wir das ja. Wo ist Weißlauf? Da ist Weißlauf. Steht nix. Schade.
Egal, müssen wir es erstmal ein bisschen da nicht sehen lassen. Hoffentlich fänden die uns nicht das Haus. Oh, das wäre nicht so schön. Da müsste ich den neuen Eigentümer umbringen. Das wäre nicht so schön. Aber sowas passiert, glaube ich, nicht bei dem Game hier. Leider! Das wäre ziemlich gut, wenn sowas passieren würde. Gibt's bestimmt irgendwann mal Mods, die irgendwie so allen möglichen Scheiß reinfügen. Aber sowas würde bestimmt auch keiner machen. Endlich. Ich habe eure Rückkehr schon sehnsüchtig erwartet. Oh. Ja, ich weiß. Und Astrid weiß es auch. Das habt ihr gut gemacht. Und ihr habt euch sowohl eure Belohnung als auch euren Bonus verdient, wie ich vielleicht schon erwähnt habe. Aber ihr solltet wissen, dass wir uns um eine dringendere Angelegenheit kümmern müssen. Oh. Es geht um Cicero. Es hat da einen Vorfall gegeben. Geht bitte zur Zuflucht. Astrid soll es euch erklären. Ich bin in der Zuflucht. Warte mal, wo ist Astrid? Astrid! Ey! Mädel! Ja. Was haben wir jetzt genau gekriegt? Müssen wir mal gucken, was das Teil macht. Ich glaube, hat die irgendwie so ein Amulett oder sowas gegeben, oder einen Ring oder sowas? Was war das nochmal? Oh, hier haben wir den Ehering. Der Ehering. Es ist so böse. Was war das nochmal, was sie uns gegeben hat? War das eine Waffe? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was sie uns geben wollte. Kannst du euch jemand noch erinnern? Also ich weiß es nicht mehr gerade. Vielleicht ein Item? Oh, die ist gestohlen, aber die haben wir doch von dem einen... Warum frage ich eigentlich nach Logik nach dem Game? Also, Games haben keine Logik, aber es macht trotzdem Spaß. Das ist ein Stein. Das ist Plastik. Auf jeden Fall ist das Plastik. Versucht euch zu entspannen, wie Sarah. Lasst das Elixier wirken. Bald werdet ihr euch wieder besser fühlen. Oh, danke sehr. Ihr seid zu gütig. Der Schnitt des Narren fühlt sich leider so schlimm an, wie er aussieht. Verdammt! Das hätte niemals passieren dürfen. Wir wussten es besser und waren trotzdem nicht Herr über unsere Gefühle. Ach! Was ist das? Es ist schwer, euch dazu widersprechen. Okay, das ganze Game buggt momentan. Dieser Patch hat wirklich viele Bugs reingemacht. Guckt euch das an hier. Seht ihr das? Das ist doch scheiße. Ist tot, ich weiß. Aber wir haben gerade noch größere Probleme. Dieser Dummkopf ist völlig durchgedreht. Er hat Visara verletzt, versucht mich zu töten und ist dann geflohen. Ich wusste, dass man diesem Wahnsinnigen nicht trauen kann. Es ist leider wahr. Cicero war wie ein kleiner Wirbelwind. Hier ein Hieb, da ein Stich. Es wäre ganz lustig gewesen, hätte er nicht versucht, uns alle umzubringen. Vergesst sein Geifern und Toben nicht, als er die Mutter der Nacht als wahre Anführerin der dunklen Bruderschaft erklärte. Ist sie ja auch. Als heuchlerische Thronräuberin bezeichnete. Ist sie ja auch. Wir müssen uns um diese Situation kümmern. Ihr müsst euch um diese Situation. Ich bring Cicero nicht um. Der ist zwar bekloppt, der kleine Harlekin, aber... Ich möchte, dass ihr diesen erbärmlichen kleinen Nein! und ihn kalt stellt. Gucken, was passiert. Meinen Mann, sorgt dafür, dass ihm nichts passiert. Nach dem Angriff ist Arnbjorn sehr wütend geworden. Als Cicero ging, ist Arnbjorn ihm gefolgt. Sie sind beide in der Wildnis verschwunden. Durchsucht Ciceros Zimmer. Vielleicht finden sich dort einige Hinweise zu seinem Verbleib. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr etwas findet. Ich muss nach Visara sehen und alle beruhigen. Von einem Idioten besiegt. Wer ist jetzt der Idiot? Hm? Was redet ihr da? Cicero's Zimmer müsste eigentlich hier sein, oder nicht? Ey, Mutter! Ach, sie sagt nichts. Mutter der Nacht. Muss man sich vielleicht hier einsperren, damit sie was sagt? Okay, klappt nicht mehr. Ist das sein Zimmer überhaupt? Ich glaube, wir haben ja nicht Quest Ready. Ja, wir haben gar nicht Quest Ready gemacht. Das ist gar nicht sein Zimmer. Okay, das ist einfach nur der Ort, wo die Mutter der Nacht aufbewahrt wird. Guckt euch das an! Was ist das? Ist doch Panne! Das ganze Game buggt, ey. Ich warte jetzt wirklich demnächst mal wieder, bis sie den neuen Patch reinmachen, weil das, so geht das nicht. Da war es gerade schon wieder. Fein, Ciceros Tagebuch.
Ich bin ja zu faul zum Durchlesen. Nehmen wir einfach mal alles mit. Gucken wir uns immer nur am besten die letzten Tagebücher-Eintrage an. Was stand da gerade? Cicero ist tot. Cicero ist geboren. Hä? Ist der Panne? Okay. Da liegt das neueste Taro, letzter Band. Die Zuflucht ist mein Zuhause, so werden sie zu. Ich kenne jeden Ort, jede Ecke. Mutter und Bewahrer müssen gehen, ich bin nicht. Warte mal. Ich bin nicht der Zuhörer und werde es nie sein, aber ich werde der Bewahrer. Aber ich bin der Bewahrer. Ich muss den Willen meiner Mutter. Seiner Mutter vor allem, ne? Von meinen eigenen gehorchen. Ich muss einen Zuhörer für sie finden. Ich muss was tritt, die fehlen. Ein Ort, um zu rasten und Pläne zu ranken. Denn ich nehme die Klinge wieder in die Pranken. Okay. Sprich mit Astrid. Sonst noch was Schönes hier? Nein. Aber das ist doch Kacke, was die da jetzt momentan gemacht haben hier. Der Patch hat eigentlich alles verschlechtert. Das hat wirklich alles verschlechtert. Das ist echt doch Kacke. Sehe ich nicht ein, dass das hier so sein soll. Ich freue mich schon, wenn langsam mal hier diese Dings rauskommt. Nimm einfach mal alles mit. Nimm mal den ganzen Tagebücher mit. Komm. Weil ich es kann. Vor allem, weil ich gerne alles sammle, deswegen. Kartoffeln brauche ich nicht. Eisenerz nehmen wir mit, das auf jeden Fall. Mammutstoß dann, ist ein bisschen zu schwer. Aber die Tagebücher, naja, ist klar. Kann man nicht mal mit mehr hier rausziehen, das Ding, ey. Also, das ist auch schon ein bisschen schade. Aber ist doch Kacke, ey. Ich könnte euch echt mal sagen, was ihr wollt, aber das ist echt Kacke, was die hier gemacht haben mit diesen Bugs. Da! Da! Guckt euch das doch an! Habt ihr es gesehen? Hoffe, man sieht es auch wirklich nach einem Video. Ist doch echt dämlich. Da! Schon wieder! Das muss man im Video sehen. Hundertprozentig sieht man das im Video. Das ist so Panne. Was die da verzapft haben, ey. Da oben! Da! Ich kann da komplett durchgucken! Das muss doch nicht sein! Sorry, ein bisschen so viel mit der Beschwere, aber ist trotzdem nervig. Gut, gut. Steht dort auch, wohin er gegangen sein könnte? Die Dämmersternzuflucht? Warum nur? Macht nichts. Es spielt keine Rolle. Ihr müsst gehen. Jetzt. Jeder Augenblick. Muss man wieder husten? Also nehmt bitte meinen Hengst. Sein Name ist Schattenmähne. Ihr findet ihn draußen am Teich. Er ist einer von uns. Um es einmal so auszudrücken. Oh, cool. Findet Ambion. Genug gehustet übrigens. Dass meinem Mann nichts passiert. Und dann schickt ihr die verdorbene kleine Seele dieses Verrückten in die Leere. In so vielen kleinen Stücken wie möglich. Die dunkle Bruderschaft. Ach ja. Die Zuflucht gehört zur Familie. Und wir haben schon immer all jene willkommen geheißen, die die Gesellschaft verstoßen hat. Werwölfe, Zauberer, unsterbliche, zehnjährige Vampire. Ja. Welche Rolle spielt das schon? Ehrlich gesagt bin ich nur selten einem Wahnsinnigen begegnet, den ich nicht mochte. Ciceros Problem ist nicht sein Wahnsinn. Es ist sein Festhalten an alten, überholten Lebensweisen. Die Wege der Mutter der Nacht sind einfach nicht unsere Wege. Dann seid ihr nicht die dunkle Bruderschaft. Fertig. Er kann einfach nicht akzeptieren. Und nun zahlt er den Preis dafür. Nun, sie ist sehr alt. Anscheinend war sie die erste Zuflucht ihrer Art im Himmelsrand. Sie wird von der Bruderschaft seit nahezu 100 Jahren nicht mehr benutzt. Wenn ihr sagt, Cicero sei dorthin gegangen, können wir annehmen, dass er diesen Ort kennt. Das bedeutet, dass ihr in vertrauter Umgebung gegen ihn kämpft. Wahrscheinlich werde ich nicht gegen ihn kämpfen müssen. Ist es jetzt schon kommen?
Nein, zumindest nicht, dass ich wüsste. Nun, wenn ich ehrlich sein soll, war ich in letzter Zeit nicht besonders diskret, was meine Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation angeht. Der Gehorsam gegenüber... Ach Mensch, heute, ey, geht's schon wieder mit dem Husten, ey. Ist echt schlimm. ...hörer sein sollt, das ist lächerlich. Nichts für ungut. Cicero hat möglicherweise gehört, wie ich mit einem der anderen über die Mutter der Nacht sprach. Es ist möglich, dass ich dabei etwas respektlos war. Ja, kein Wunder, dass er ausgetickt ist. So weit zu gehen? Zu versuchen, das Oberhaupt der Zuflucht zu ermorden? Das wird Cicero mit seinem Leben büßen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt nur ein Oberhaupt, Tante. Ach. Verdammter Hofnarr. Also mir gefällt die jetzt mittlerweile nicht mehr so. Also ist ein bisschen... Wenn man wirklich Oblivion gezockt hat, dann hat man hier sich richtig wirklich schön eingefühlt. Also in die dunkle Bruderschaft. Zwar war es am Ende so ein bisschen, also ich fand bei Oblivion dieses Töten, und zwar nicht mal dieses intelligente Töten am Ende, wo man halt so reingelegt wurde von diesem anderen, das war nicht so schön. Aber trotz allem muss ich sagen, es war trotz allem noch so eine richtig schöne Umgebung. Also man hat sich richtig so ein bisschen heimisch gefühlt. Das sind nette Kerle. Na gut, nett nicht unbedingt, aber für jemanden, der es ein bisschen verquer gerne mag, ist das immer gut. Sieh dir, ich muss mir das Pferdsche angucken. Okay, guck mal das Pferdsche an. Ich kriege ein Pferd. Wow. Schattenmähne. Schattenmähre oder Schattenmähne? Komm herbei, Schattenfell. Ja, Herr der Ringe. So, wo ist das Pferdsche? What is this? Schattenmähne. Das ist ein passendes Pferd für mich. Unser erstes Pferd, yeah! Yeah, Baby! Ich weiß nicht, warum ich darauf komme gerade, aber... So, wir müssen nach Dämmerstern. Oder Dämmerstedt, war es Dämmerstedt oder Dämmerstern? Ich will mal ganz kurz ein bisschen reiten, weil das ist gerade toll. Oh, das Pferd ist cool. Das sieht vor allem richtig genial aus, ey, wie er hier drauf ist, also. Ja, es hat schon was. Aber ich werde jetzt Quickreisen machen, weil ich will das wirklich ein bisschen schnell hinter mich bringen. Dämmerstern, okay. Wenn ich mal alleine spielen sollte, also wenn ich wirklich für mich spielen sollte, dann würde ich natürlich komplett da durchreisen. Das hat richtig Style. Mit so einem Pferd vor allem. Mit so einem genialen Pferd, ey. Kann man auch jumpen? Ja, kann man. Komme ich hier runter? Ah, so, okay. Ja, Pferdchen, bleib mal da stehen, ne? Wo müssen wir hin? Hier ist ja das schöne Museum, mit dem Museumsleiter, der nicht mehr unbedingt lebt, ne? Irgendwo da hinten. Okay, nochmal eben richtig hard safe machen. Mache ich jetzt immer mittlerweile zur Sicherheit. Seitdem ich den einen Bonus verwirkt habe, mache ich das jetzt immer. Ach, da ist er. Ich hätte darauf kommen müssen, dass Astrid euch geschickt hat. Wie habt ihr das erkannt?